Herzlich willkommen zu einer neuen DailyDAX US Morning Ausgabe am heutigen Montag, dem 20. März 2023. Ja, wenn wir uns den Handelsverlauf der amerikanischen Wall Street von Freitag anschauen, beim Dow Jones Index ein Minus von 1,19%. Wir sahen ja rückblickend die prognostizierte Abwärtsbewegung. Daraufhin sollte es die Konterbewegung geben bis zum dargelegten Kurswiderstand. Das hat man erst gar nicht geschafft. Ein gutes Stück zwar davon, aber dann bröckelte es schon früher wieder nach unten. Die Nachrichtenlage zum Wochenauftakt, alles dreht sich selbstverständlich nun um die Credit Suisse. Die UBS schluckt und damit ist hier wieder ein Brandherd gelöscht. Jedoch natürlich stellt man sich auch hier die Frage, wie akut es nun doch gewesen sein muss und was vielleicht nicht doch alles im Bankenbereich hier schlummert. Ja, und wenn wir uns natürlich die charttechnische Situation anschauen, wir haben allerdings noch immer etwas Positives, was man auch dem amerikanischen Dow Jones Index abgewinnen kann, denn wir sehen ja eben die konstant steigenden Tiefs. Aber mit dem heutigen Handelstag könnte sich das eben wieder ändern. Die vorbörslichen Indikationen deuten darauf hin, dass der Index mit vielleicht 200 bis 300 Punkten Minus in den Handelsauftakt gehen wird. Das dürfte wiederum dazu führen, dass wir das Tief nochmals austesten und es sich dann eben entscheiden muss, ob die Tiefs hier halten oder nicht. Beim Technologieindex Nasdaq haben wir in der vergangenen Woche eine kräftige Kurserholung gesehen. Sektorrotation war das Thema. Raus aus Bankaktien, rein in den Tech-Bereich war hier ganz die Devise vieler Anleger. Nichtsdestotrotz hat man auch hier am vergangenen Freitag einen durchaus möglichen Kurswiderstand erreicht, der hier eine Rolle spielen könnte. Zumindest sehen wir, dass am Freitag die Kerze hier sich genau in diesem Kursbereich ein wenig dann wieder verabschiedet hat und zu Gewinnmitnahmen tendierte. Deshalb könnte es auch hier kurzfristig mal erst einmal den nächsten Rücksetzer geben Richtung 12.450 Punkte. Rücksetzer ist das richtige Stichwort. Augen auf bei Intel. Nicht nur, dass Intel mein Kursziel erreicht hat, aber jetzt drehe ich eben die Seite, denn ich bin der Meinung, dass Intel eher das Potenzial hat wieder für eine Kurskonsolidierung. Die Aktie hat einen signifikanten Kurswiderstand erreicht, Kombination aus horizontalem Widerstand und 200-Tage-Linie, zudem noch deutlich überkauft im Relative Strength Index. Die Chancen sind hier sehr, sehr hoch, dass die Intel-Aktie jetzt wieder in den Korrekturmodus übergeht. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Börsenwoche und schalten Sie später wieder ein, selbstverständlich dann mit dem Blick auf den DAX.